Moment, wir müssen schnell sein. Wir müssen sehr, sehr schnell sein, Leute. Gas, 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 Gas müssen wir geben. Der kommt jetzt hier gleich rübergewaved. Deswegen müssen wir den zurückziehen. Oh, der schreibt, der schreibt! Der schreibt! I'm out of business! No! Oh my fucking goodness. Da bin ich raus, ganz ehrlich. No, 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 no. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte. Later, later. Ist halt echt lustig. Ja, also, weiß ich nicht. Jetzt geht er ab zum Beat, Alter. Da kann ich dann so Sachen, an solchen Sachen dann vielleicht arbeiten, ne? Das muss halt einem erstmal gesagt werden, weil selbst fällt einem sowas halt nicht auf, ne? That's the way, aha, I like it. That's the way, kommt dann ein Geld? Nee. Bei YouTuber guckst du privat. Ich guck Ants Canada natürlich. Gestern noch geschaut. Hat sie Stopwatch? Ja, hat sie, also Stundenglas, meine ich. Oh Mann, das ist doch echt dumm. Wo bin ich? Wo bin ich? Morgen gut, morgen gut. Ich kann auch noch ein anderes Lied anmachen. Wie wäre es mit diesem Lied hier? Und jetzt die Welle, Leute. Jetzt tanzen wir alle gemeinsam die Welle. Na, na, na. Seitliche Welle. Oh, das ist schon ein bisschen schwieriger. Na, und jetzt die unterirdische Welle. Oh mein Gott, das ist... Kein WoW-Stream, Poggers. Mega-Poggers könnte man schreiben, Leute. Einmal einen Mega-Poggers in den Chat. Naja, warum sind deine Brillengläser orange? Ich habe sie gerade mit quasi... Also es gibt so ein Geheimrezept. Du kannst... Ich habe quasi... Ich war ja gerade kurz weg und habe sie... wenn du Orangen in der Mitte durchschneidest und dieses Zeug da drauf träufelst, ne? Dieses Orangenmaterial, Flüssigkeitszeug, Saft, Orangensaft. Ne, dann färben die Gläser sich auch orange. Ne, das ist so der Nebeneffekt davon. Und dann hast du diesen Blaulicht-Rausfilterungseffekt. Unglaublich geile Mechanik. Mechanik der Woche. Plus 19. Super easy schreiben wir jetzt. Easiest game of my life. Very easy laning phase. Er triggert komplett durch. Easiest matchup world. You should learn TF. Your TF, not bad, but there is a lot to learn for you. But it's fine, just try harder. And one day you will match me again and might win if you try hard enough. See you. I won't tell you that I love you. Inzwischen. Guten Morgen, Sonnenschein. Was ich hier mache. Ich kann jetzt nochmal Botlane gehen. Ich weiß nicht, ob die irgendwo... Ist hier ein Wort oder so? Nee, weiß man nicht. Ob die das hier erstmal sehen, dass ich komme? Das sieht aber gut aus. Der ist auf jeden Fall tot, aber vielleicht kriegen wir auch noch Drash. Drash kriegen wir auch noch, Leute. Wo bin ich denn eigentlich? Da bin ich. Komm, kann ich bitte noch einen Assist haben? Und dann Kill sogar? Geil, Leute. Loving you. And we'll always... Love you. So, wir gehen jetzt direkt Ninja Tavis, Leute, weil ich ein kluger Spieler bin. GG. Ja, du gehst 1-6 in Lane und musst Berserker Grease bauen.
So, wir müssen jetzt Draven gegen Cutter. Cutter, ja, vielleicht. Cutter könnte in die Richtung gehen. Gangplank. So, also das Matchup ist, glaube ich, super eklig. Wobei, weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch Grasp mitgenommen. Das heißt, eigentlich müssen wir ihn ein paar Mal mal Auto-Tacken, damit wir Grasp auch aufbauen auf dem Ball. Komm schon, gib mir einen Grasp-Auto-Tack. Zack, danke. Ne, weil das ist eigentlich jetzt Grasp die schlechteste Rune, die ich wählen könnte. Weil jedes Mal, wenn ich... Ich glaube, ich sterbe gerade. Kann das sein? Ja. Meine Ding da raus, ich hab Flash raus. Hello. It's me. Ich möchte mich direkt von der Aussage distanzieren, dass ich euch hungrig machen will. Davon distanziere ich mich. Aber diese unglaublich geile, leckere Boston-Pizza, also Hochgepizza, richtig großer Rand, richtig knusprig mit Schmelzkäse, also richtig so geiler Schafsschmelzkäse, so richtig knusprig, richtig lecker. Irgendwann später. Und jetzt die Welle, Leute. Jetzt zusammen die Welle tanzen. Ja, okay. Das war's. Ja. Guter Gank. Guter Gank. Jetzt gehen wir direkt zum Grump rüber. Dass du Mana bekommst, wenn du mit der E lastest. Ja, ja, aber das geht im Jungle nicht so gut, ne? Also, klar geht es, aber, ne? Den Grump kann ich halt einmal last hitten. Das war's dann. Oh, shit. Ah, da krieg ich aber noch Damage, glaube ich. Oder? Na, ja, oder auch nicht. Kacke. Na, 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 na. Warum eigentlich auch nicht? Vor mir beweisen will? Ist es einfach nur purer Zufall und er spielt sonst einfach oft übel bad? Ist die... ja, also es gibt viele Fragen, was es sein könnte. Vielleicht hat er auch einfach einen schlechten Mate weniger im Team und dadurch ist er besser? Wer weiß. DJ Antoine Macheri. Macheri, Macheri, Macheri. Leute, passt auf, Hexech. Jetzt kommen wir gehen fürs Outplay. Wir müssen erstmal ein bisschen scalen, Leute. Problem ist natürlich, dass wir nicht die krasseste Mobility haben, falls wir gegankt werden. Hält sich a little in the Rayman. Aber dafür haben wir Bananas und wir können uns heilen. Bäo und Banana, woo, Banana, woo, Banana, woo, Banana, woo, Q. Ja, schön, Banana, E. Auto-Tech, Ignite. Auto-Tech. Solo, Banana, Banana. Schön. Ja, wer kennt es nicht? Wer kennt nicht die Auto-Tech Level 2 Soraka? Ne? Allseits bekannt. Wir haben jetzt Co-Shadow. Ich glaube, die hat noch Bock, aber jetzt weiß ich nicht, ohne Ult, ob ich die noch schaffe, ohne Ult. Da bin ich mir etwas unsicher, ehrlich gesagt. Also sie hat halt Lust, man sieht, dass sie Lust hat, ne? Au! Aber wir haben 675 Gold bekommen, Leute. Das Duell der Giganten. Du, oh, ich habe das Ding nicht benutzt, scheiße. Ja, die Frage ist, er hat, glaube ich, keinen Bock mehr, mein Gegner. Wenig. Da ist er. Wir haben Level 6 schon. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht gegangbankt werden. Auf Gangbang habe ich nicht so viel Lust, I have to say. Ah, Zabenya! Ja! Genau! Ja, genau! Warum nicht? Ja, genau! Ja, genau! Do you miss someone? Someone from bot? Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich da sag, ich muss unbedingt. Ich meine, die Cosplays, einige sehen echt cool aus, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich da komplett auf drauf abfahre oder sowas. Irgendwas mit Straßen ganz sicher. Strapsen ist immer gut. So, wir müssen jetzt mal gucken. Ja, es gibt ja auch. Es gibt auch ein Niederleskin mit Strapsen. Ja, nicht Hausmeister, sondern Hausmädchen. Das war, glaube ich, der erste Niederleskin, den ich mir gekauft habe. Boah, okay, ich geh mit rein. I'm in. Ja.
die Brille? Ja, wieso denn nicht? Das ist tatsächlich eine Datenbrille. Also kennst du, hast du vielleicht noch mal einen Film gesehen. Ich kann jetzt tatsächlich in-game so das nachgucken. Das heißt, ich kann sehen, okay, Renekton, das wird mir hier so eingeblendet. Das sieht man leider nicht, aber ich kann jetzt hier so sehen, Renekton hat 560 Games auf Renekton und 53% davon gewonnen. Das ist übel geil. Das ist einfach, also das kann mal geil. Du kannst halt da verschiedene Sachen einblenden. Du kannst auch nebenbei, während du LoL spielst, halt einen Film gucken. Das geht auch. Inzwischen. Bälle. Das ist echt schwer. Jetzt die von beiden Seiten seitliche Welle. Beiden Seiten seitliche Wegwelle. Oh mein Gott, der neue Tanzmodus. Okay, gegen. You should just go back. Hättest du nicht mein Bett? Was ist das hier für ein. Ist das der neue Skin, Leute? Ist das der. Only Haare U-Boot Yasuo Skin? Der ist ja insane. Ja, U-Boot Yasuo Chroma. Übel gut. Mal gucken, ob das so bleibt. Mega nice. Ja, jetzt wird's ein bisschen besser. Das ist Wattwanderungs Yasuo, Leute. Geiler Skin mit den Knie hoch im Treibsand, Leute. Die Elo hält mich einfach zurück.